Heute werde ich ein Team spielen mit Rotom Frost. Wir haben Hisui Atmurai auch in dem Team. Es ist ein Knackhack mit der Erdtafel drin. Es ist ein Fiaro ohne Item drin, um direkt Full Power Akrobatik zu haben. Spezielles Leben Orb Logog. Rex Bisa, was einfach Schnee rausbekommen soll für Rotom und mit Aurora-Schleier supporten soll. Das Team wurde von jemandem aus Japan gebaut. Ich habe das letztens auf Twitter gesehen und ich dachte einfach so, ich muss das ausprobieren. Und deswegen gebe ich heute damit mein Bestes. Auch heute wieder stimmlich ein bisschen einen ruhigeren werde ich machen. Also ich werde schon reden, aber ich werde ein bisschen ruhiger reden, weil ich bin gerade noch nicht so ganz bei 100% immer noch stimmlich. Ich bin morgen beim Hals-Nasen-Ohrenarzt und der wird das dann hoffentlich nochmal abchecken, was jetzt gerade Phase ist mit meinem Hals. Alles drum und dran. Und ich hoffe, dass ich meine Win-Loss-Ratio aufrechterhalten kann, weil aktuell stehen wir 12-2. Das ist gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Also wir starten gut in die Saison rein. Aber mit dem Team weiß ich nicht, ob wir das aufrechterhalten können, weil es ist schon sehr gimmicky, aber trotzdem stark. Also ich glaube trotzdem, dass man damit performen kann. Vor dem Dozo-Matchup hatte ich aber direkt ein bisschen Angst. Und das bewahrheitet sich vielleicht direkt. Wie spielen wir das denn am besten? Weil da kann einfach Fiaro Monetigo kommen und wir haben ein Problem. Ein sehr, sehr großes Problem, würde ich sogar sagen. Wir haben halt natürlich selber Fiaro und Knackrack, klar. Aber da muss halt gar nicht der Lead kommen. Also der Fiaro Monetigo Lead kommen. Und deswegen haben wir dann wieder schon ein Problem. Ich werde es, glaube ich, trotzdem mal hiermit versuchen. Wir könnten natürlich auch auf die Crits gehen mit Nachthieb. Einfach durchcritten durch das Dondoso. Wäre eine Option, aber ich glaube nicht, dass das der Play ist. Wobei ich ein bisschen Angst haben muss vor Terra Stahl, ne? Terra Stahl ist hart. Welchen Souls? Dankeschön, Ghost. Was geht gerade ab? Training gehabt. Rotom Frost geht ab. Und moin, Doc. Ja, das ist jetzt halt die Frage. Punishen wir halt nochmal vielleicht irgendwie was? Mit Lugok könnte man ein bisschen was punishen. Boah, es ist alles schwierig. Ich glaube, Logok ist vielleicht nochmal besser, einfach nur, damit ich nicht gegen Terra Stahl Dozo verliere. Auch wenn ich gerne jetzt einfach direkt mit Rotom und Rex Bisa in den Kampf gegangen wäre. Ich glaube, das ist gegen den Gegner hier nicht möglich, weil der Lied muss einfach nur mit Monetigo liegen und ich verliere instant. Der drückt Rückenwind, Terra Stahl, Goldrausch und ich verliere zwei Pokémon. Und das wollen wir nicht unbedingt. Also, selbst wenn ich jetzt hier irgendwie mit der Terra-Kristallisierung oder so arbeiten kann. Ich glaube, das ist nicht optimal. Und der Gegner macht's gut. Der macht quasi diesen halben Lead, ne? Der gefährlich auf jeden Fall ist. Denn er wird einfach jetzt hier in Dozo gehen. Und ich habe leider kein Dingens am Start. Wie heißt es? Kein Irrlicht. Boah, wir könnten direkt auf Rückenwind gehen und Knackrack rausswitchen in Rex Bisa. Wir können einfach auf Erdbeben gehen und denken, dass der Gegner einfach mit Monetigo drin bleiben wird. Das kann natürlich passieren, dass der Gegner das macht. Aber der muss halt vor Erdbeben aufpassen. Aufpassen. Ich glaube, das Schutzschild-Switch hier das Beste ist, was ich tun kann erstmal. Wenn jetzt hier wirklich Instant Goldrausch einsetzt, ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber ich gehe jetzt einfach mal mit dem meiner Meinung nach richtigen Play. Weil ich gehe davon aus, dass er hier eigentlich in den Dozo-Modus switchen muss. Okay, gut. Das hat schon mal geklappt. Weißt du schon, was das nächste Turnier für dich ist? Das nächste große Turnier ist in Dingens. In Lille. Aber dieses Wochenende ist auch eine League-Challenge in Lübeck, die ich wahrscheinlich mitnehmen werde. Ich habe auch keine Ahnung, was ich da zocke und ich habe auch keine Ahnung, was ich in Lille zocken werde. Ich weiß nicht, ob ich dem, dem guten Souls hier Moin gesagt habe. Ich glaube schon, aber wenn nicht, trotzdem nochmal Moin. Hallöchen, Jacques, was geht? So. Ja, das ist direkt scary, aber wir haben schon mal Dozo forciert. Das ist gut und es kommt ein Wellentacker. Das ist auch sehr, sehr gut. So, jetzt könnten wir auf Aurora-Schleier erstmal gehen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Und dann ist halt die Frage, ob wir einfach den Rückenwind versuchen rauszuholen. Einfach nur um den Speed-Vorteil mit Logok Instant zu haben, weil ich gehe davon aus, dass der Gegner jetzt hier Terra kristallisieren muss. Ja, und wir gehen, glaube ich, auf Aurora-Schleier. Einfach nur, um defensiv noch ein bisschen besser dazustehen. Ja,
Ich glaube, das ist okay. Der Gegner geht noch nicht auf eine Terrakristallisierung. Das ist sehr spannend. Es kommt ein Auftischen in den Rex-Blizzard-Slot. Ja, das ist okay. Das macht nicht viel Schaden. Wir haben jetzt auch noch den Aurora-Schleier draußen. Also plus 3 Hirscher ist trotzdem gefährlich. Mal schauen. Ja, mir geht's ganz gut, würde ich sagen. Wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen demotiviert, dass meine Stimme gar noch nicht so bei 100% ist. Aber das kommt hoffentlich wieder. So, Akrobatik hier rein. Und ich kann trotzdem meine Finger nicht stillhalten. Das wird wahrscheinlich trotzdem aber... Also ich werde morgen noch einen Stream mit den Jungs machen. Aber dann mache ich ein paar Tage Pause. Um auch natürlich nochmal die Stimme ein bisschen auszuruhen. Und dann mal zu gucken. So, gehen wir einfach auf Energieball. Ja, oder? Aber switchen wir den jetzt hier raus oder nicht? Ich glaube, wir switchen hier nicht raus. Ich glaube, wir gehen einfach direkt auf Energieball. Ich habe ein bisschen Angst, dass er einfach auf Schutzschild geht, aber ich glaube nicht, dass er jetzt hier schon anfängt herumzustallen. So, kannst gerne meinen Fiaro besiegen, das wäre fein für mich. Der geht nochmal auf Auftischen, okay. Der hat richtig Bock. Das, was ein bisschen traurig ist, ist die Tatsache, dass Rex Blizzard halt so langsam ist. Dementsprechend nicht schnell genug, um hier den zu outspeeden, aber trotzdem einen guten Schaden gemacht. Dankeschön, Jack. Was ist das für ein Team? Ein Team um Rotom unter anderem. So. Ich gehe jetzt eigentlich fast schon davon aus, dass er hier auf Schutzschild gehen wird, oder? Rauswechseln kann ich nicht wirklich. Ich glaube, selbst wenn er auf Schutzschild hier geht, bin ich fein. Ich gehe hier einfach auf die Akrobatik und ich gehe auf rechte Hand. Einfach um mit Akrobatik mehr Damage zu machen. Geht er auf Schutzschild jetzt hier? Ja. Ja, kurz davor, das zu predicten, in Logok rauszuswitchen, aber das wäre ein bisschen zu crazy gewesen. Lektor-Pokémon und Schwebe sind unfair. Das muss ich wahrscheinlich auch in der Situation machen, ne? Wobei ich gar nicht weiß, ob mir das so viel bringt. Gehe ich hier sogar auf Terraflug-Akrobatik? Für den maximalen Schaden. Brauche ich die Terrakristallisierung groß hier? Nicht unbedingt, ne? Terraflug-Akrobatik und rechte Hand. Komm. Wir brauchen, glaube ich, maximalsten Schaden. Damit wir ihn in eine Range hauen. Aber es wird gerade nicht einfach, weil er ist leider nicht in Knackrack-Range, glaube ich. Aber jetzt vielleicht mit rechter Hand Terra-Flug-Akrobatik könnten wir ihn in die Range hauen. Dass das vielleicht hinhaut. Hm. Sieht jetzt auf jeden Fall Rex-Bisa. Der lebt das. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich das gut finde, dass der das lebt. Es hört auf zu schneien, ist okay. Naja, hätte ich auch auf Energie beigehen können, klar. Er wird jetzt aber, wird er jetzt hier auf Fiaro gehen oder nicht? Ich glaube, ich werde jetzt hier immer einen Rückenwind rausholen und Energieball einsetzen. Ich glaube, es kann gut, es kann auch schlecht sein, dass ich das jetzt hier lebe. Wir holen den Rückenwind raus. Geht er jetzt hier auf Fiaro? Wenn er auf Fiaro geht, bin ich, glaube ich, fein damit. Ja, ja, geht in Fiaro rein. Wir bekommen den Rückenwind raus, aber das nehmen wir ja trotzdem noch. Das ist crazy. Also, Aurora-Steier ist da, klar, aber der ist irgendwie auf plus 5 oder so. Das bedeutet, wir bekommen jetzt den weg, haben den Rückenwind-Free rausbekommen und haben jetzt unser Terraflug-Akrobatik-Fiaro, was immer noch gefährlich sein kann. Also, ich bin da gerade relativ happy mit der Situation, würde ich sagen. Ich muss aber auf jeden Fall jetzt hier erstmal Rex Blizzard verlieren. Ich glaube, das hat tatsächlich erstmal ein bisschen Priorität, den zu verlieren. Das Problem ist, dass der Gegner immer noch Terra kristallisieren kann. Das Gute ist, dass wir hier Schutzschild haben. Ich werde, by the way, wieder versuchen, darauf zu achten, dass ich den Tee beim im Stream so ein bisschen vom Mikrofon wegtrinke, aber ich vergesse das gerne mal. Es tut mir leid an der Stelle. Auch an die VOD-Leute. Es gibt immer eine Person, die sagt, ey, das hört sich uncool an. Und ich verstehe das ja auch. Aber ich muss halt auch was trinken. So. Wir gehen hier auf Energieball erstmal. Und wollen, dass unser Rex Blizzard droppt. Okay, der Gegner hat, glaube ich, ein bisschen Angst vor Flammenblitz, womit ich aber fein bin.
Dragoran kommt rein. Ja, das ist ein bisschen nervig, weil er Turbo-Tempo hat. War crazy, dass er hier Dragoran reinswitcht. Oh, okay, Eissturm. Der ist auf jeden Fall schneller mit Nidoran. Was mir sagt, dass er wahrscheinlich Gewahrschalt ist, weil ich gehe nicht davon aus, dass Nidoran mit einem Fokusgurt schneller ist als ein plus 2 Rexbeezer, weil der Rückenwind ist ja aktiv. Bedeutet, wir können hier eigentlich in Knackrack reingehen und bauen jetzt hier ein bisschen Druck auf. Wir haben leider keine Drachenklaue, was ein bisschen problematisch ist. Ja, das ist jetzt natürlich die Sache. Wir könnten auf Steinhall gehen, aber ich glaube, der wird eh Terra kristallisieren auf seinem Dragoran. Wir könnten auf Rapidschutz gehen und jetzt einfach mal predikten, dass er hier auf die Dingensattacke geht. Die Turbo-Tempo-Attacke. Problem ist jetzt aber wie folgt. Wir KO'en dieses Nidoran nicht. Ich hätte so gerne jetzt die Drachenklaue. Aber der Gegner muss ja ein bisschen Angst davor haben. Wisst ihr was? Wir gehen einfach auf Erdbeben. Er wird eh Terra kristallisieren, sage ich. Vielleicht geht er auch Terra Stahl. Danke für den Follow, Val. Beziehungsweise thanks for the follow. Ich glaube, der Val ist nämlich gar nicht deutschsprachig unterwegs. Moin Markus, was geht? Markus, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Willkommen bei den Luminasen. Ich wünsche dir viel Spaß mit den Emotes. Ich habe sie wieder mit dem Trinken vergessen. Danke für den Support. Ich wünsche dir, ja, wie gesagt, viel Spaß. Und ich danke dir, dass du deinen Prime-Sub gerade auf diesem Kanal hier lässt. Congrats for Top 16 in Dortmund. Thanks, man. How was your tournament? Oh, you were in Dortmund. I think so. Okay, Icy Wind, minus 1. Ich glaube, das ist problematisch. Ja, das ist auf jeden Fall problematisch. Also Scarf Icy Wind ist ein kleines Problem, aber ich konnte halt nichts, glaube ich, dagegen tun. Außer hoffen, danke für den Follow, Stero, dass ich das nehme. So, jetzt muss ich, glaube ich, einfach hoffen. Wir haben Vakuumwelle, das heißt, wir können den KO'en. Der wird halt jetzt auf Turbo-Tempo gehen. Müssen wir überhaupt auf Vakuumwelle gehen? Können wir was anderes einsetzen? Ja, wird da jetzt angezeigt. I wasn't done. Ah, okay. Will you be attending any tournament this year or not? Doc, vielen Dank für 13 Monate. Sehr appreciated. Ich wünsche dir viel Spaß mit den Emotes. Ich danke dir für den Support. Ist ein bisschen hart. Ich muss jetzt ein bisschen hart readen, dass er mit Turbo-Tempo auf Knackrack geht hier. Oh, er geht da wirklich auf den. Hätte ich nicht gedacht. Und das Leben bin ich mal. Crazy. Crazy, okay. Ja, ich könnte. Er hat disconnected. Hä, wieso hat er disconnected? Ist das ein Win für uns? Also ich nehme das für Statistik, aber es ist kein Win. Ich hatte nämlich überlegt, ob ich genau was andersherum mache. Aber ich glaube, ich muss wahrscheinlich auf. Es ist hart. Ich habe nämlich genau vor diesem Play halt Angst gehabt. Ich habe überlegt, ob ich halt mit Logok Tech drücke und mit Garchomp EQ drücke. Dann würde ich halt den Double Knockout bekommen. Aber es ist halt hart, wenn er einfach auf Turbo-Tempo in Knacker geht. Deswegen glaube ich halt, dass er diesen Play eigentlich gar nicht machen darf, fast schon. Außer er geht davon aus, dass Knackrack langsamer ist, aber das kann er nicht. Weil ich bin auf minus 1 gewesen. Ja, ich habe den Win bekommen. Hey, ich nehme ihn, aber das ist keine Ahnung, was das ist. Weil ich auf minus 1 war, aber Rückenwind aktiv war und er auf plus 1 quasi war, müsste ich immer noch schneller sein mit meinem Knackrack. Der gute alte Disconnect. Wir können uns jetzt gucken, was für ein Investment wir sind. Upsa. Ich nehme den Disconnect mit, weil es ein Win mehr ist von der 54. Und ich glaube, Tatsu. Choice Scarf. Ist 147, genau. Wir sollten schneller sein als er. Außer ich kann Mathematik jetzt nicht. Aber wir müssen uns nicht mit dem letzten Kampf beschäftigen, sondern können auf den nächsten schauen. Und tatsächlich, in diesem Kampf sieht Rotom plus Rexbeezer richtig gut aus, wenn da nicht ein potenzielles Wagemut Epitaph wäre. Und natürlich hat er auch Rundumschutz auf seinem Dingens da.
Haben wir Voidwechsel auf unserem Rotom? Wir haben tatsächlich Voidwechsel. Wisst ihr was? Ich glaube, dann könnten wir sogar hier mitgehen. Ich glaube auch nicht, dass er mit Epitaph fliehen wird, wenn ich ehrlich bin. Aber ich will trotzdem ganz gerne direkt den Rückenwind aktiv haben. Dann nehmen wir Rexbeezer, glaube ich, mit. Und ich finde Logog immer noch sehr stark. Knackack ist solid. Der ist auch ganz gut. Das sind alle tatsächlich ganz gut. Aber Dragoran macht mir ein bisschen Angst. Also Dragoran ist jetzt nicht super gefährlich, weil wir zwei Eisbohnen haben, aber kann er Terra kristallisieren, er kann Offensivfeste haben. Da möchte ich ganz gerne haben, etwas haben, was ihn so ein bisschen punisht. Ja, was punisht den am besten? Ich glaube, Logog ist hier immer noch am besten. Der hat noch relativ gutes Potenzial hier. So. Dann wird jetzt weiter ein Schluck Tee getrunken. So, ich bin sehr gespannt. Also, das Team kann ja auch gut freezen. Das ist jetzt nicht mein Ziel mit dem Team, aber das ist auf jeden Fall etwas, wofür man gehen kann. Okay, wir haben Epitaph plus Flamigo. Aber hier können wir an sich eigentlich immer Rückenwind einsetzen. Wir können aber auch auf Akrobatik in der Theorie hier gehen. Genau, auf Rückenwind. Die Frage ist halt, ist er das Wagemut oder das Wahlscheiß-Set? Auf dem Team würde ich eigentlich Wahlscheiße, also das Wagemut-Wahlscheiß-Set oder das Potzer-Set. Und dann wäre es halt gut, wenn ich jetzt hier einfach Voltwechsel drücke. Ich habe ein bisschen Angst davor. Wisst ihr was? Ich glaube, dann gehen wir einfach auf Terra, wenn ich Angst davor habe. Dass er hier Protect einsetzt mit seinem Epitaph. Aber ich glaube, dann nehmen wir einen Nahkampf, wenn wir jetzt hier Terra kristallisieren. Wir machen mehr Schaden mit unserem Voltwechsel, was hilfreich sein kann. Ich glaube, wir gehen das dann einfach so an. Ja, wieso nicht? Ich glaube, das ist okay. Wir gehen auf Rückenwind. Jetzt bin ich sehr gespannt. Schutzschild ist nämlich anscheinend nicht rausgekommen. Okay, perfekt. Heißt, wir Voltwechseln jetzt hier auf das gegnerische Epitaph. Das war ein Volltreffer, das ist crazy. Das ist lucky. Aber ich glaube, egal was ich bekomme, ich glaube, das ist okay. Ich gehe jetzt hier eh mal einen Rexbeezer rein. Und dann machen wir gleich Faxen mit Blizzard. Wenn wir es machen können. Mal schauen. Zornesfaust. Okay, tatsächlich geht er direkt auf Zornesfaust. 100er Base Move, sollte aber Rexbeezer ganz gut nehmen im Schnee. Und wir haben den Beulenhelm drauf, wodurch Epitaph jetzt droppt. Das ist stark. Da mattert der Crit natürlich so ein bisschen. Der Gegner hat ebenfalls Rückenwind, aber ich glaube, das ist fein für mich tatsächlich. Also Rückenwind matcht halt Rückenwind, klar. Aber ich habe halt mit Fiara immer noch die Prioritätsattacke. Achaludon ist ein bisschen nervig. Der wird halt vielleicht das Energiekraut-Set sein. Wir können aber direkt einen Aurora-Schleier rausholen. Und Akrobatik hier einsetzen. Ich glaube, dass wir halt sogar die Kampfattacke leben mit Rexbeezer. Das wäre jetzt mein Guess. Durch Schnee. Was für ein Speedwert haben wir hier? 138, ja, das ist hart. Akrobatik, Aurora-Schleier. Nee, ich glaube, dann gehen wir sogar auf Blizzard hier. Er geht sogar auf Schutzschild. Crazy. Ah, damit habe ich nicht gerechnet. Ah, im letzten Moment umgeswitcht, weil ich nicht dachte, dass er da seinen Flamigo protected. Ist ein bisschen schade. Wir verlieren jetzt unser Fiaro. Okay. Das Energiekraut, wie erwartet, genau. Verlieren Fiaro. Schutzschild wäre jetzt natürlich lecker gewesen, aber da war ich ein bisschen gierig. Oh, schwierig. Jetzt müssen wir, glaube ich, über Logok kommen. Es macht immer noch guten Schaden, keine Frage. Aber das ist trotzdem nicht einfach. So, wir gehen auf Scanner. Der wird wahrscheinlich eben meinen
Rex wieder double targeten, sage ich. Aber ich will trotzdem das Risiko nicht eingehen, dass er mich einfach eh mit Lichtkanone zerfetzen will und dann auf Sturzflug in Logok gehen will. Und wir hauen jetzt hier den Aurora-Schlag, glaube ich, raus. Aber er muss auch ein bisschen Angst haben vor Blizzard, ne? Aber er kann auch dafür auf Rundumschutz gehen. Nee, wir machen keine Faxen. Ich habe jetzt schon einmal ein bisschen falsch predicted. Ich glaube, das ist okay. Okay, geht auf Sturzflug mit dem, das ist gut. Dann wird jetzt aber eine Lichtkanone in den Rex-Blizzard-Slot gehen, ja. Jetzt ist es spannend. Wir haben die Aurasphäre, aber er hat auch noch die Terra. Das ist jetzt natürlich schwierig. Können wir uns auf die Elektroattacke hier locken? Gegen das Team? Da sind zwei Pflanzen-Pokémon. An sich ist hier ist immer der Play auf Blizzard, sich zu locken. Wir gehen auf Aurasphäre und jetzt kann Bridoradon sich halt Terra kristallisieren. Klar. Das ist hart. Das ist sehr, sehr hart. Ich würde auch gerne einfach auf Hitzewelle gehen. Aber kann auch einfach auf Rundumschutz gehen. Dieser Move entscheidet jetzt halt das Game. Wenn ich hier den richtigen Move drücke, gewinne ich. Wir machen den offensichtlichen Move. Okay, er geht auf die Terra-Kristallisierung. Wenn das Terra-Pflanze ist, dann bin ich traurig. Nee, Terra hat den. Okay, das finde ich spannend. Geht er hier auf Schutzschild mit seinem... Ah, er kann auf Schutzschild gehen. Mit seinem Bridoradon, ja. Das hat das Problem an dem Energiekraut-Z. Jetzt geht er hier auf Terra. Ich muss jetzt, glaube ich, auf einen Freeze gehen, weil er Rundumschutz hat. Oder geht einfach auf den Slot. Oh, okay. Ja, das lebe ich leider nicht. Ja, das ist schwierig. Das kann ich, glaube ich, nicht mehr gewinnen. Ich glaube, ich kann es nur gewinnen mit Hitzewelle, Burn in Flamigo. Und dann darf mich Sturzflug nicht besiegen, was immer noch Stellar boostet ist. Das ist hart. Das ist sehr hart. Ich bin aber auch jedes Mal in die Protects reingelaufen, das war nicht so gut. Es ist nicht einfach mit dem Team, aber es war auf jeden Fall winnable. Ah, jetzt noch ein Burn in Flamigo, 10% Chance. Und plötzlich bin ich im Game. Das ist schon crazy eigentlich. Wenn man so drüber nachdenkt. Aber leider keinen Burn. Weil das letzte Pokémon, wenn es nicht Dragoran war, also eins seiner beiden Pflanzen-Pokémon, dann gewinnt Logok. Aber es kann auch einfach Dragoran sein, bin ich ehrlich. Deswegen ab dem Punkt, wo dann Rotom Frost weg war. Und ich glaube, das wird Dragoran sein. Logok bräuchte, glaube ich, einen Sash. Ja, aber da geht es vor allem um Damage, glaube ich, bei dem. Schade. Mit dem Team kann man aber auf jeden Fall Wins holen. Ich muss aber selber noch ein bisschen warm werden mit dem Team. Doodle sagt, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Willkommen bei den Luminasen. Ich wünsche auch dir viel Spaß mit den Emotes. Und danke, dass du deinen Prime-Sub hier gelassen hast. Sehr, sehr appreciated. Ich danke dir. Bei den Disconnects kriege ich Vietnam-Flashbacks an Dortmund. Was denn in Dortmund passiert? Nämlich in Felix und Avalanche. So. 13 Siege, 3 Niederlagen. Wobei einer davon disconnect war. Aber das wird als Sieg gewertet. Nehmen wir mit. Aber hier ist auf jeden Fall ein bisschen was drin mit dem Team. Ich glaube, das ist wirklich ein Team, womit man echt ein bisschen warm... weil es ist so kalt und deswegen muss man warm mit werden. Ihr versteht. Aber bisher haben wir auch noch nicht so gängig... Also wir haben Doso gehabt, aber... Das Team war jetzt auch kein so gängiges Matchup und das hier auch wieder, was wir jetzt als Gegner haben. Und jetzt wird es auch angezeigt. Dudelsack, ich danke dir für den Support. Danke für deinen Prime-Sub. Willkommen in Luminasen. Und danke, dass du deinen Prime-Sub gerade hier auf diesem Kanal gelassen hast. Ist nicht selbstverständlich. Deswegen vielen Dank. So, hier haben wir jetzt die Sache, dass wir... Also Rückenwind gegen Rückenwind ist halt mal ein bisschen knifflig, finde ich. Gerade wenn der Gegner dann auch noch ein Hisui Tenupto hat, was uns einfach zerfetzt. Wir haben halt dafür natürlich auch Knackkrack, klar, aber dafür hat der Gegner auch Calapuldra. Aber wir haben Terra-Bohnen-Knackkrack, ne? Nee, Terra-Feuer. Ja gut, das hilft jetzt auch schon in dem Matchup ein bisschen. Auch wenn er Primarena ist.
könnte noch hierfür gehen, für die Kombination. Schadet finde ich jetzt auch nicht, ne? Knackhack in the bag. Dann ist halt die Frage, Logok sehe ich jetzt hier eh tatsächlich gar nicht so sehr. Ich finde Rotom, aber auch Rexbeezer beide gut. Rexbeezer bringt halt noch ein bisschen mehr Bulk mit. Und der bringt halt mehr Damage-Potenzial mit. Aber ich glaube, der Bulk könnte praktischer sein tatsächlich. Verliert natürlich gegen Suitnupto, aber das macht Rotom Frost auch. Games erst, ist das ein neuer Account? Naja, es ist neue Ranked-Saison, ne? Die geht ja erst eine Woche. Die wird ja jeden Monat resettet. Die Rangkampf-Ladder. Und deswegen habe ich da jetzt noch nicht so viele Games drin. Sorry für den Gerner. Nachdem wir geschnackt hatten, haben mich in Disconnects heimgesucht, hat meiner 3 von 3 zu 3 von 5 verholfen. Oh. Hast du deine Switch immer im Standby gehabt oder vielleicht deinen Gegner? Das Ding ist, wenn du deine Switch im Standby hast, sorgt es eher dafür, dass du Disconnects tatsächlich hast. Deswegen habe ich, deswegen ist auch die Empfehlung, deswegen habe ich auch zwischen jeder Runde tatsächlich die Switch gedingst. Gedingst vor allem. Ihr wisst schon, was ich meine. So. Resettet. Ja, ich glaube, wir müssen ja einfach Rückenwind traden. Ich weiß nicht, ob Terra Flug Akrobatik vielleicht KO'en könnte. Ja, das kann ich glaube ich auch nicht mehr kalken rechtzeitig. Aber ich glaube auch nicht, dass es KO'd. Und wir haben hier einfach mit Nachthieb die Option, ihn anzugreifen. Wir können auch so Terra Flug Akrobatik und Sucker Punch halt einsetzen. Das ist halt doppelte Priorität. Das wäre auch irgendwie ein wilder Play gewesen, glaube ich. Und es hätte sogar geklappt, weil der Gegner tatsächlich irgendwie keine Angst hatte vor Tiefschlag, interessanterweise. Kommt jetzt halt ein Drachenpfeil raus, ist schade. Ja, ich glaube, das wäre schon der Play gewesen, einfach Double Priority einzusetzen, aber da merkt man auch meine Unerfahrung mit Hisuyat-Moral, glaube ich. Weil, also ist jetzt das erste Mal, dass ich mit Hisuyat-Moral spiele und ich habe jetzt gerade auch nicht über Tiefschlag nachgedacht. Und der Gegner anscheinend auch nicht. Ja, er switcht halt auch noch. Ja, okay. Das ist der Gegner. Ja, aber also es hilft auf jeden Fall mit dem Resetten. So. Primarina. Der ist auf jeden Fall hart. Aber handelbar. Denn wir können jetzt, glaube ich, einfach auf die Akrobatik gehen. Oder protecten wir den erstmal und gehen einfach in Rexbeezer rein. Ist Rexbeezer schneller als, ich wollte eigentlich auf Bericht gehen, aber egal, als Primarina. Ich glaube, es ist trotzdem okay, erstmal jetzt hier zu protecten. Ich glaube, dass Rexbeezer schneller sein sollte. Wobei, muss gar nicht sein, weil der Barmusen hat irgendwie 60 Speedbase, ne? Kommt auf mein Investment an. Schmauzer an den Slot ist okay. Jetzt kommt wahrscheinlich noch die Schallwelle hinterher. Die sollten wir auch ganz gut nehmen. Hallo Rafa. Wir ein Turnier? Nee, wir spielen jetzt gerade auf der Ranked Ladder. So, was sagt denn der Bericht von Rexbeezer? 80 Speedbase. Ja, das ist ein bisschen knifflig, weil wir gar kein Investment haben. Und Primarina hat halt ebenfalls 60 Speedbase. Dementsprechend schwierig. Ich glaube, wir gehen hier auf Akrobatik in den Slot und der Gegner muss jetzt vor Blizzard aber auch Energieball aufpassen. Machen wir da einfach einen Double Attack rein? Ich glaube schon. Ich könnte mir vorstellen, dass hier Hisuitnupto kommt. Es kommt Regentanz. Ui, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, das ist ein Problem. Bitte triff einfach Kramurx. Ah, das ist blöd. Krabox hätte ich schon ganz gerne getroffen, denn der soll seinen Rückenwind nicht resetten. Weil dann wird es tatsächlich ein bisschen knifflig. Weil ich ein bisschen Angst habe vor Hisuitnupto in the back. Speed. Das bedeutet, wir könnten jetzt in den gehen. Weil ich brauche Knackhack, glaube ich, bei vollen KP.
Und ich KO halt Primarine jetzt gerade nicht mit Erdbeben. Aus diesem Grund gehen wir jetzt hier auf Aquaschnitt. In den Slot. Und setzen Energieball hier ein. Regentanz Skarbox macht es echt schwieriger, aber ist auch crazy in dem Team, muss ich sagen. Mal gucken. Hallöchen Tarek, was geht? Ich hoffe, dir geht's gut, Mann. Moin Mihiwu. Mal schauen wegen GPL. Darüber mache ich mir Gedanken, wenn es dann soweit ist. Da ist ja noch ein bisschen Zeit hin, nicht? Okay, Schmarotzer in Rex-Wieser-Slot, das nehmen wir, das ist gut. Aber es zeigt mir, dass mein Gegner, glaube ich sogar, auf Mondgewalt in Hisuyatmurai geht. Ich bin sogar schneller, wir sind im Speed-Teil oder erst Min-Speed. Das ist tatsächlich richtig gut. Spezialverteidigungsdrop nimmt man mit, aber mattert eigentlich gar nicht, ich greife eh nicht mehr speziell an. Mir geht's gut, meine Freundin ist ein bisschen krank, dann wünsche ich auf jeden Fall eine gute Besserung. Aber sonst alles gut, wünsche dir eine gute Besserung, vielen, vielen Dank. Ich gehe morgen auf jeden Fall zum HNO und schau mal, was der Hals so macht. Weil das Reden ist halt einfach wirklich anstrengend und das ist ein bisschen schade. Also so, ich spüre es halt und ja, jetzt könnte ich auch einfach nicht streamen, aber ich möchte ja auch streamen. Ich mache das hier einfach einen ruhigeren, aber ich werde auf jeden Fall auch die Woche noch Pause machen dann. Okay, und da ist das Pokémon, vor dem ich Angst hatte. Aber an sich kann ich doch jetzt hier einfach Erdbeben drücken, oder nicht? Ja, ich glaube schon. Terrafeuer bringt uns nichts, außer das Einzige, was passieren könnte, wäre Terrablast Eis. Aber das spielt niemand, oder? Der ist einfach Terrafeuer und dann habe ich genau die gleiche Resistenz. Also Terrakristallisieren brauche ich nicht. Wir können trotzdem Terrakristallisieren. Hat er eine Wasserattacke im Regen? I mean. Ich glaube, da hätte ich sogar mehr vor Angst. Ja, da wird nicht Terrablast Eis sein oder so. Das hat noch nie mehr auf Tolupto, glaube ich, gespielt. Wir gehen auf Erdbeben. Und wir gehen auf die rechte Hand. Um Knacker noch weiter zu boosten. Und die Kombination sollte es dann machen. Er Terrakristallisiert auf jeden Fall. Damit habe ich gerechnet. Die Frage ist, zu was er Terrakristallisiert. Ist es einfach Terrafeuer-Eruption? Aber Terrafeuer-Eruption wäre so weird. Es ist Terrapflanze. Okay. Jetzt talken wir aber. Terrapflanze. Was hat er vor? Jetzt Terrablast ist und nicht Terrafeuer hätte einsetzen können. Okay, es kommt ein Schutzschild. Interessant. Hitzewelle einfach. Ja, gut. Solange mich die jetzt nicht verbrennt. Oh, dafür wäre Terrafeuer actually gut. Das ist das Einzige, wobei ich nicht nachgedacht habe, dass das passieren kann. Oh, das ist hart. Das ist sehr, sehr hart. Crazy, Alter. Wenn ich einfach da Terrafeuer gehe, dann kann er mich nicht verbrennen und ich gewinne das Game hier safe. Ich gehe jetzt tatsächlich trotzdem Terrafeuer. Einfach nur, weil mein Gegner hier auf Mondgewalt gehen kann. Wenn es auf Schallwelle geht, bin ich ein bisschen traurig. Aber an sich sieht er doch hier immer die Mondgewalt und nicht die Schallwelle. Muss Primarine by the way auch gar nicht leben, weil es ist immer noch ein Knackrack. Aber die Verbrennung, die 10% Chance, dass sie da kommt, das ist crazy. Das ist wirklich... Ich hätte Terrafeuer gehen können. Aber ich dachte so, also mich hat der Regen ein bisschen verwirrt. So, der Regen auf einem Team mit Hisu Tonopto. Und was ist, wenn da halt wirklich irgendwas ist? Also kann er wirklich so Terrablast Wasser oder so. Und dann geht er auf Terrablast Wasser im Regen. Ja, wenn ich auf Terrafeuer gehe, jetzt bitte gehe auf Mondgewalt. Okay, immerhin habe ich das abgefangen. Aber es macht zu viel Schaden. Der Spezialangriffsdrop. Nicht, dass er maddern würde, aber trotzdem. Der Regen müsste auch bald vorbei sein, was ein bisschen nervig ist. Können auf Steinhagel gehen, I guess. Aber ich glaube, das KO't nicht mal. Ich glaube, wir müssen nochmal auf Erdbeben gehen. Auch wenn ich denke, dass das Primarine jetzt hier Schutzschild einsetzt. Nee, ich glaube, Erdbeben. Und dann Steinhagel. Ja, geht auf Schutzschild, okay. Aber ich glaube, es macht keinen Unterschied. Ich glaube, er macht einfach mit der Verbrennung zu viel Schaden. Ja, das ist zu viel. Er müsste jetzt Hitzewelle jetzt hier missen. Ich glaube, meine Wincon ist... Ich habe keine Wincon ab dem Punkt.
Selbst mit einem Crit KO ich nicht. Crazy, ey. Ja, wobei, vielleicht kann ich mit einem Crit KO'en, wenn er misst, aber er misst nicht. Ah. Ich hätte einfach Terra Feuer setzen müssen. Was für Terra Blast, Terra Wasser. Aber dass dann auch quasi er auf Heatwave geht und den Burn bekommt, ist halt auch eine 1 zu 10 Chance. Also es ist halt sehr unwahrscheinlich. Deswegen dachte ich, ich gehe vielleicht für irgendwie eine wilde Strategie oder so. Aber der Gegner hatte einfach ein relativ standardmäßiges Sisuitutnupto, bis auf die Tatsache, dass es Terra Pflanze war. Und Terra Pflanze ist dann genau blöd, weil ich natürlich dann die Resistenz nicht habe. Die Resistenz, weil dann hat er die Resistenz so. Schade. Das ist echt ein bisschen schade, weil das war eigentlich ein relativ sicherer Sieg. Aber nie ist ein Sieg zu 100% sicher, wenn es Wahrscheinlichkeiten gibt in Pokémon. Wirst du am Wochenende auch auf der Polaris sein? Wahrscheinlich nicht, nee. Direkt noch so ein hartes Team als nächstes. Was ist das denn? Krippuk. Meistergriff mit Heißorb, Adrenalin oder Ruhrgewalt Offensivfeste. Prügeln 2 ist hart. Der ist echt hart. Puh, ich weiß gar nicht, ob wir da ein Matchup gegen haben. Ich glaube, wir müssen ja einfach versuchen, mit den beiden reinzugehen. Ich habe ein bisschen Angst vor Egro direkt. Der wird auch im Lead kommen. Chixen, ich danke dir für deinen Support. Danke für 27 Monate der Treue. Super, super appreciated. Und sogar für 6 Monate im Voraus abonniert einfach. Ich danke dir für den Support. Viel Spaß mit den Emotes weiterhin und danke für die 27 Monate. Danke, danke, danke. Viel Erfolg beim Turnier. Dankeschön. Also heute ist kein Turnier. Wir zocken einfach nur Dingens. Habe ich irgendwie Turnier geschrieben? Oh nein. Ah, ich habe meine Dingens nicht. Oh, es tut mir so leid. Wir spielen kein Turnier, Leute. Ich habe die Stream-Info von OBS bearbeitet, aber ich habe nicht auf Speichern gedrückt. Deswegen wurde auch schon gefragt wegen Turnier. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ja, ich bin ein professioneller Streamer, wie man es hier sehen kann. Der jetzt ein bisschen verwirrt ist und ich weiß, was er tun soll. Ich glaube, die Prio 5 Jahre ist nice. Ich fühle das so sehr um die. Das passiert mir auch so oft. Ja, das Ding ist halt auch, ich dachte mir, ich habe alles gut vorbereitet. Ich habe in OBS alles eingestellt, so Stream-Informationen und so weiter und so fort. Auf Twitter, auf YouTube, alles auf Discord alles richtig gepostet. Habe ich auf Speichern gedrückt. Dachte ich, aber habe ich nicht. Also, ne, man muss halt erstmal auf Speichern drücken in OBS. Ich habe das aus OBS rausgenommen, damit ich das auf Twitch verändern muss. Das ist tatsächlich smart, ja. Sowas Press, ach ja. Seit Rick H. Pokémon 2 Hass Pokémon. Ja, der kann im Alleingang echt einige Matches gewinnen. So, der wird natürlich jetzt erstmal Mogelheim wollen, das ist klar. Spezialangriff Boost ist tatsächlich ein bisschen nervig. Das ist häufig ein Schluck auf. Ich glaube, wir haben dagegen echt kein gutes Matchup. Ja, wir werden auf Aurora Schleier gehen. Und wir gehen auf Blizzard. Und schauen, was passiert. 10% Chancen hatte mein Gegner auch. Wieso nicht wir auch? Wieso können wir nicht jetzt auch einfach mit Blizzard das Prügeln 2 freezen? Schade. Okay, so. Jetzt haben wir da einen Spezialangriff boostendes Prügeln 2 stehen. Das ist auf jeden Fall problematisch. Ich würde, glaube ich, den hier sogar Terra kristallisieren. Und den Aurora Schleier einsetzen. Werf mir direkt Rotom Frost hier ab, ist halt die Frage, ne? Oder switchen den hier in Logok. Logok ist aber auch echt stark in dem Matchup. Aber auch sehr unbulky. Ich glaube, wir gehen einfach auf Blizzard. Wir haben zwar mit Blizzard viel Schaden gemacht, das heißt, der Gegner wird auf jeden Fall Angst davor haben, aber ich glaube, ich bin fein damit. Klar, er hat jetzt die Terrakristallisierung gebaitet, das heißt, die Pflanzenattacken treffen uns sehr effektiv. Das ist ein bisschen problematisch. Aber ich glaube, es ist machbar. So, wir haben den Aurora-Schleier erstmal draußen, das ist gut.
dass wir tatsächlich das schnellste Pokémon irgendwie sind im Bizarro-Raum. Das hilft tatsächlich sehr. Er geht auf Flammenblitz in den Slot, das ist top. Und auch hoher Schleier sollte uns in die Situation bringen, dass, da kommt auch viel Rückstoß, dass Rotom den Terra-Ausbruch lebt. Sogar sehr gut lebt. Okay. Wir sind jetzt plötzlich in einer Situation, wo wir doch in einer Winning Position, glaube ich, sind. Denn wir können jetzt einfach Double Blizzard drücken. Ich glaube, das werden wir auch machen, damit wir den Gegner einfach daran hindern, hier auf Genesung zu gehen. Ist es ein Speed-Teil mit Rex Blizzard? Ich glaube, das ist ein Speed-Teil. Weil ich habe den Aurora-Schleier als erstes rausbekommen gehabt. Okay, okay, okay. Fuego. Wird gefreezed, aber geht eher auf Flammenblitz. Das macht keinen Unterschied. Das macht keinen Unterschied. Er ist nicht auf Flammenblitz gegangen, der ist auf Abgangstirade gegangen. Das war ein Choke. Perfekt. Ja, nehmen wir mit. Aber schade, dass das Polygon 2. Man muss nur oft genug Blizzard drücken, ne? Der Gegner hat es vorgemacht mit der Hitzewelle. Man muss einfach nur oft genug die 10% Chance drücken. Dann trifft man die irgendwann. Wobei der Gegner sie beim ersten Mal bekommen hat. Ich beschwere mich aber auch nicht. Es gab mal ein offizielles Pokémon-Set. Auf einem offiziellen Pokémon-Turnier. Ich wollte keinen Screenshot machen, aber egal. Ja, jetzt kann ich auch das kurz abspeichern, wer weiß. Ne? Kann man ja immer gut zeigen. Es gab ein offizielles Pokémon-Set, wo der eine Spieler mit zwei Pokémon gestartet ist, die beide Blizzard halt konnten. Ich glaube Eisenbündel und eben Alola Vonona wahrscheinlich. Und der hat einfach 4 Freezes in diesem Match bekommen. Der hat alle 4 gegnerischen Pokémon gefreezed. Das war in den USA. Das war ein sehr wildes Set. So, zweimal Bizarro-Raum noch, zwei Runden Bizarro-Raum noch. Ich glaube, da drücken wir einfach Blizzard und Blizzard. Die Top-Kombination. Erstmal ganze Unglück von vorhin übertragen, so ungefähr. Der Gegner Terra hat wahrscheinlich hier Terra Wasser Fatalica. Ja, aber ist okay, wir freezen ja den eh, alles gut. Das passt dann ja. Außerdem haben wir dann Energieball, wenn wir denn schneller sind. Tesla ist mal eingefroren, kann nicht handeln. Das hilft uns auf jeden Fall. Ist Fatalica schneller? Nee, ist er nicht, das ist gut. Heißt, next turn können wir den mit Energieball angreifen, wenn wir Quirschuss überleben, aber ich glaube, wir leben Quirschuss dank Aurora Schleier. Ja. Und jetzt bekommen wir nochmal einen Blizzard raus und werden eh das Fatalica freezen. Ist ja eine 10% Chance. Wenn wir zweimal 10% bekommen, dann ist das ja quasi 100%. So 10 mal 10 ist 100. Das ist einfache Mathematik in Pokémon. Hallöchen, Nabi. Ist Blizzard nicht 30%? Nee, Freeze-Chance ist 10%. Das wäre sonst broken. Das wäre richtig broken. So, selbst wenn der Tempo-EP einsetzt, das wird mich nicht KO'en. Das heißt, wir gehen auf Energieball. Ey, krass gesagt. Dankeschön, Dankeschön. Gesprochen wie ein Löwe. So. Der Gegner ist vermutlich gerade nicht so cool drauf. Ja, zwei Freezes sind schon unglücklich. Tempo-Heap im Schnee. Wir sind doch verteidigungsboostet. Wir haben doch Aurora-Schleier. Das macht mir doch nichts. Energieball direkt hinterher. 10x10 ist tatsächlich 100, ja. Hey, ich... Leute, Mathematik. Ich habe es ein halbes Semester studiert. Natürlich weiß ich, wie das funktioniert. Der Schaden war krass. Wenn wir den noch gefreezed hätten, er hätte zwar nicht gemattert, aber es wäre so Insult to Injury gewesen, ne? Aber der verletzt sich tatsächlich gerade selber mit der Verbrennung. Perfekt. Gehen wir auf Energieball, gehen wir auf Blizzard. Ich glaube, wir müssen ja auch nicht switchen, weil wir immer unser Fjahrhunde-Bag haben. Gehen mit Akrobatik kehren können. Ja, das war ein bisschen lucky. Aber aus dem, wir hatten kein Matchup, wurde ein, wir freezen den Gegner einfach, passt schon. Im Schnee trifft Blizzard immer, oder? Ja. Ganz genau. Und ich schaue nochmal nach, nicht, dass ich was Falsches sage. Ich bin mir sehr sicher, dass es 10% ist, ja. Sonst wäre Blizzard auch broken. Also wenn Blizzard eine 30% Chance hätte zum Freezen, dann wäre es broken. Ich bin kurz, ich bin gegen das Mikrofon gekommen. Ich danke dem Follow Shikazu. Sicherheitshalber mal kurz das Mikrofon außen einstecken, weil immer, wenn ich gegen das Kabel komme, weil nicht immer, aber immer mal wieder, kommt dann so ein Störgeräusch. Das heißt, wenn ihr das mal hört, dann dürft ihr das auch gerne erwähnen. So, was nehmen wir denn hier mal für einen Track? Kommen wir mal was anderes? Nehmen Lila, let's go. Okay. Was machen wir denn als nächstes? Oder haben wir als nächstes? Okay, wir haben ein Regenteam. Das ist natürlich spannend. Denn Rotom Frost sieht dagegen gut aus. Wir dürfen nur nicht mit Schnee direkt leaden. Das ist nicht so gut. Ja, und dann ist ja die Frage, was wir daneben stellen. Ich finde den tatsächlich sehr gut. Moin Shikazu, was geht? Ich glaube, dann packen wir Rex Visa in the Bag.
Und dann könnte man in der Theorie alles spielen. Fiao verliert halt instant gegen Bridoradon. Admurai hat halt den Vorteil, dass der zumindest ein bisschen den Regen ausnutzt. Wird aber von Grandiras zerfetzt. Wir haben Knackerack natürlich am Start, aber Knackerack hat auch keine Drachenattacke. Finde ich nicht einfach. Ich glaube, Fiao ist es nicht in dem Matchup. Ich glaube, es ist Hisui Admurai oder es ist Knackerack. Ich glaube, dann entscheide ich mich eher für Knackerack. Ja, aber das wird auf jeden Fall nicht einfach. Wir können natürlich mit Schnee ein bisschen herumspielen, das ist der Vorteil. Aber mal gucken. Logok ist tatsächlich auch ganz cool. Der baut auf jeden Fall Druck auf. Kann natürlich so einen passiven Lead jetzt erstmal machen mit Orlangar oder so, aber geht mit Grandiras und Orlangar. Okay. Hier ist halt Blizzard cool, aber da wird eh Terrafeuer gehen, da bin ich mir sehr sicher. Kann ich das irgendwie ausnutzen? Ich könnte aber auf Terra Elektro Ladungsstoß gehen und in Knackerack switchen. Wisst ihr was? Ich glaube, das ist der beste Play, den ich hier machen kann. Nochmal schön die 30% Chance dazu holen. Wieso eigentlich nicht? Einfach mal für die Hex gehen. Ich verstehe nicht, wieso man das nicht machen sollte. Nee, also, aber ich glaube, das ist tatsächlich einfach der beste Play. Ich gehe jetzt hier gar nicht für die Paralysen. Wenn die Paralyse kommt, dann ist das sehr gut. Aber ich gehe davon aus, dass mein Gegner hier eigentlich Terrafeuer gehen muss. Weil er muss ja vor der Eisattacke aufpassen. Kann sich natürlich auch denken, boah, ja, ist mir egal, ich habe Lichtschild, aber Blizzard ist zu gefährlich. Und er sieht ja, dass ich Rexbeezer habe und das ist jetzt relativ free reinzuswitchen. Also muss er, glaube ich, Terrakristallisieren, genau. Und das wird halt eine Terrakristallisierung sein, die wahrscheinlich neutral von Elektro getroffen wird. Und da ist Ladungsstoß halt okay. Terrafee, zum Beispiel. Das passt mir recht gut in Kram. Finde ich aber crazy, dass es keine Resistenz gegenüber Eis ist. Also viele spielen halt eher aktuell so Feuer. Gift ist eine Option, Stahl. Also Gift ist nicht gegen Eis, aber halt gegen Feen-Pokémon. So, wir bekommen Ladungsstoß raus, Terra Elektro. Das sollte guten Damage machen. Ja, und wir könnten natürlich jetzt hier eine Paralyse bekommen. 30% sind 30%. Ne? Am Ende des Tages kommt sie oder sie kommt nicht. In dem Fall kommt sie und es ist Potzer. Potzer ist tatsächlich sehr gut für uns. Ja, das ist, glaube ich, richtig gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach weiter auf Ladungsstoß, oder nicht? Der Gegner kann mich nicht paralysieren mit der Donnerwelle. Wir haben einen Elektro-Pokémon und einen Boden-Pokémon hier. Ich wollte nicht auf Donnerblitz gehen. Wir gehen einfach weiter auf Ladungsstoß. Der hat ja schon jetzt Lichtschild draußen. Ja, und dann gehen wir hier auf Erdbeben wahrscheinlich zusätzlich. Wir können auf Paraflinching gehen mit Steinhagel, wenn wir richtig eklig sind. Puh. An sich ist es tatsächlich kein schlechter Play, dafür zu gehen. Einfach nur die Chancen zu erhöhen, dass der Gegner mich jetzt hier nicht angreift. Will ich dafür gehen, ist die Frage. Erdbeben macht natürlich auch guten Schaden, aber Erdbeben wird halt nicht KO'en. Gerade weil er jetzt einen Potzer drin hat. Ich glaube tatsächlich, es ist eklig, aber ich glaube, es ist tatsächlich der richtige Play. Geht auf Reflektor, das war zu erwarten. Ich glaube, nächster Turn ist es der Play, auf Erdbeben zu gehen, aber ich glaube, dieser Turn ist Steinhagel einfach der korrekte Play. Wir bekommen sogar einen Crit. Okay, das ist echt ein bisschen frech. Mit Erdbeben wäre natürlich dann, also wenn wir da auch critten, dann Erdbeben smarter gewesen. Aber ich kann natürlich den Crit nicht hier predikten. Und wir bekommen den Flinch. Es ist am Ende des Tages eklig, ja. Dann würde ich auch nicht auf einem offiziellen Turnier so spielen und dafür gehen. Aber es ist halt am Ende halt der richtige Play gewesen. Und es sind ja auch Wahrscheinlichkeiten, ne? 30% plus Steinhager 30 oder 20% Flinch-Chance. Ich glaube 20. Steinhagel. Ne, 30%. Ja, nehmen wir mal ein 30 und 30. Komplett Outplay, so ungefähr. Und ich genau sie. Kannst du mir ungefähr sagen, was für Faust man am besten auf Akani spielt? Ah, ist schwierig. Also, ich würde ihn auf jeden Fall sehr speedy spielen, weil gerade im aktuellen Meta ist der Speed wichtig, aber dann kommt es sehr aufs Team an. Ob du eher den Bulk haben möchtest oder offensiv reinhauen möchtest, aber eigentlich willst du auf dem eher den Bulk haben als alles andere. Aber es finde ich mal schwierig zu sagen, hey, das eine Mon gibt mir mal EVs dafür mäßig, weil es kommt sehr aufs Team an, was für EVs du brauchst. Zum Beispiel jetzt auch bei Knackerack. Knackerack ist ein Pokémon, das kannst du Full Speed, Full Attack spielen. Das kannst du aber auch
Full Speed Element spielen. Wenn du zum Beispiel Rückenwind hast oder sowas in der Art, kannst du aber auch noch mal ein bisschen bulkier spielen, um vielleicht irgendwas zu überleben mit irgendwelchen Schilden oder so. Also wenn du jetzt zum Beispiel noch Support hast durch Reflektor und Lichtschild. So ein Basic-Pokémon kannst du auch Basic jetzt erstmal spielen und du wirst damit auch nicht verlieren oder irgendwie sowas, aber dann musst du quasi es an das Team auf Dauer anpassen. Das ist generell etwas, was ich sage, so, ihr könnt in der Theorie fast jedes Pokémon mit 252, 252 spielen, wenn ihr wollt, ne? Also, wenn ihr ein Team testen wollt, könnt ihr in der Theorie überall einfach 252 KP, 252 Spezialangriff, 252 Initiative, 252 Angriff, je nachdem halt, wo es sich lohnt. Wenn Pokémon schneller ist, dann wird es natürlich auch schnell unterwegs sein. Wenn ein Pokémon langsam ist, dann will er eher den Bulk haben und Schaden machen. Das sieht man ja dann noch so ein bisschen am Speedwert. Und dann halt ein bisschen anpassen. Guten Abend, Powerpika, was geht? Ja, und was wir jetzt hier einfach machen können, ist einfach Ladungsstoß wieder zu drücken. Eigentlich schon, ne? Da könnten wir natürlich Rückenwind einsetzen, klar. Aber wir holen jetzt hier auf jeden Fall erstmal den Schnee raus. Da sehe ich mich jetzt erstmal. Ja, wir drücken jetzt auch Ladungsschuss auf unser eigenes Pokémon. Okay, der Gegner gibt er auf. Aber erstmal wollte ich halt den Regen weghaben. Und ja, das lief gut. Das war auch lucky, klar. Aber ich finde, also, selbst wenn wir keine Paar bekommen, selbst wenn wir keinen Flinch bekommen, ich glaube, wir sind da immer noch in einer guten Position. Nur, dass wir halt nicht unsere Pokémon wahrscheinlich auf vollen KP haben. Das Luck nimmt man auf jeden Fall. Aber jetzt hoffe ich auch natürlich, dass es einen Kampf gibt, der einfach mal nicht durch Glück oder Pech entschieden wird, sondern einfach, ja, auch durch richtige Spielen. Mal schauen. Also ich habe das schon richtig gespielt, aber es war noch zusätzlich Glück. In Stuttgart werde ich ein neues Team spielen. Ich werde auch in Lille wahrscheinlich ein neues Team spielen. Ich werde wahrscheinlich auch in Danzig ein neues Team spielen. Ich weiß nur noch nicht was. Also ich werde wahrscheinlich in jedem Turnier diese Saison was Neues spielen. Aber was genau, gar keine Ahnung. Ich finde das Meta aktuell sehr schwer einzuschätzen. Es hat sich sehr um so 4-5 Archetypes entwickelt. Und gefühlt alles, was man baut, wird von einem der besten Archetypes zerfetzt. Also, ich sage es ja auch das Wort zerfetzt aktuell. Aber es gibt halt immer irgendwas, was aktuell richtig gut ist. Dagegen. Und das ist ein bisschen schwierig. Weil die guten Archetypes werden halt häufig gespielt. Und wenn du halt zweimal das gematcht wirst, dann bringt es halt nichts, dass du gegen die anderen vielleicht ein gutes Matchup hast. Wenn du halt zwei oder dreimal dagegen spielst, dann bist du da draußen aus dem Turnier. Also dreimal dann spätestens. Was machen wir hier gegen? Auch wieder nicht easy, muss ich sagen. Da kann natürlich wieder für die beiden hier gehen. Monetigo ist halt ein möglicher Lead. Ich glaube, Sneebos könnte ja auch kommen. Ich glaube, wir starten auf jeden Fall mit den beiden. Das ist halt die Frage. Die beiden stehen echt nicht gut gegen Ramot. Ich glaube, wir gehen sogar tatsächlich für nicht Rotom Frost. Hatte ich einen Ogrenpon, was geht? Wenn ich ein Team baue, versuche ich am Anfang Team zu machen und zwar mit zwei Splits ein bisschen Speed Creepen und nach kalken, was am besten ist, genau. Erstmal eine Basis schaffen und von da aus weitergehen. Aber es gibt eigentlich, also für wenig Pokémon gibt es das Investment, selbst für Sneebos. Also die meisten spielen es voll investiert, voll Angriffs investiert mit einem frohen Wesen. Aber es gibt Leute, die ein hartes Wesen spielen, das mit Entlastung spielen und Schwertern zum Beispiel. Das kann man halt machen. So, der wird höchstwahrscheinlich. Wisst ihr was, der wird jetzt erstmal auf Mogelhieb gehen wollen. Oder nicht? Oder ist das so ein Grassam-Set, der geht auf Schwertanz? Schwierig. Ich glaube, wir gehen auf den Schutzschild. Wir haben zwar Rapidschutz, aber ich glaube, wir müssen jetzt noch nicht dafür gehen. Okay, er geht selber auf Schutzschild. Spannend. Geht er hier auf Erdbeben? Wofür geht er hier mit seinem Excalibur, oder geht er einfach selber für den Scout mit Double Protect? Da bin ich jetzt sehr gespannt. Eissplitter, okay. Ja, damit bin ich fein. Ich habe ja auch Terrafeuer. So, gehen wir halt hier auf Akrobatik into Terrafeuer Erdbeben.
Gehen wir auf Rückenwind? Nee, Rückenwind sehe ich hier noch nicht. Wobei, wenn Fiaro diese Runden dann nicht überlebt, wäre das tatsächlich gar nicht so schlecht. Andererseits, die letzten vier Pokémon werden eh von Knackhack outspeedet. Ich glaube, dann ist Akrobatik tatsächlich in Toterra Feuer Erdbeben einfach besser. Ja. Crazy Stella auf Eissplitter geht. Oh, der Terra kristallisiert Sneebos. Das ist jetzt spannend. Terra Stellar Nahkampf. Ist das das, wofür er hier gehen wird? Terra Flug. Oh, crazy. Ja, und wir haben Akrobatik da reingedrückt. Das heißt, wir bekommen auf jeden Fall Safe and Damage drauf. Aber Terra Flug Sneebos war jetzt nicht etwas, womit ich gerechnet habe. Gleich selber ein bisschen Kapo spielen, entweder Leather oder Shiny Hand für Primarine. Viel Erfolg auf jeden Fall beim Shiny Handen. So, Eissplitter kommt da rein, damit kann ich auf jeden Fall leben. Live Ops sogar, okay, crazy. Nahkampf hinterher, Rauhaut, nimmt das den raus oder nicht? Ich glaube leider nicht. Aber wir haben unsere Akrobatik noch, ne? Das ist tatsächlich sehr wichtig. Natürlich hat der Gegner noch Eissplitter und kann auch Schutzschild einsetzen mit Sneebos. Aber wir könnten an sich jetzt hier, glaube ich, einfach immer auf Akrobatik in Two Dingens gehen. Oder wir gehen einfach auf Rückenwind. Rückenwind Steinhagel. Man kann natürlich auf Eissplitter hier auch in Knackrack reingehen. Aber ich glaube, das leben wir. Ich glaube, wir gehen hier einfach auf Steinhagel. Es kommt ein Schutzschild. So, kommt Eissplitter jetzt in Fiaro oder in Knackrack? Das leben wir nicht. Hat das von 29 HP gemacht? Crazy. Ist aber an sich ja nicht immer noch okay ab diesem Punkt. Wir haben Akrobatik. Wir haben Vakuumwelle, das heißt, wir können, glaube ich, hier einfach in den Logok reingehen. Positioning-wise ist, glaube ich, auch okay. Ich habe mich gerade überlegt, ob Admurai besser wäre von der Position, aber ich glaube, die Kombi steht schon gegen alles sehr gut. So, wir haben jetzt Doppelprio. Wir können einfach Akrobatik hier einsetzen. Kann eh nicht mehr Terra kristallisieren, ne? Wird er hier Vakuumwelle predict? Wahrscheinlich nicht. Hier auf Akrobatik hier rein und Vakuumwelle hier rein. Falls das Sneebos jetzt hier raus switcht in Monetigo. Dass ich zumindest Schaden auf etwas bekomme. Primarene, okay, dagegen ist Akrobatik auf jeden Fall auch besser als die Vakuumwelle. Richtiges Targeting an der Stelle. Und Vakuumwelle KO Espinodon top. Als ich gesehen habe, dass du Rotom spielen musstest, muss ich eh zuschauen, eines meiner Top 10 Lieblings-Pokémon. Das ist doch sehr cool. So crazy, dass Rex wieder dabei ist. Ja, die Kombi ist schon strong. Rillaboom kommt rein, okay. An sich ist das ja gut für mich, würde ich sagen. Er hat keine Terra mehr. Kann natürlich jetzt erstmal Mogib einsetzen. Wir haben Rapidschutz, aber Rapidschutz ist hier nicht der richtige Play. Ich glaube, wir gehen jetzt hier einfach immer auf Double Tacked. Damit wir Next Turn Hitzewelle Akrobatik einsetzen können. Gautrum macht halt gegen die beiden Feuer-Pokémon jetzt ja auch nicht super viel. Selbst wenn er Pferdestärke hätte. Geht da sogar auf Mogib, okay. Ja, wir gehen einfach immer auf Akrobatik in den Primarine-Slot und Hitzewelle. Selbst wenn Primarine Schutzschild einsetzt, das Schlimmste, was passieren kann, ist Pferdestärke in den Logok-Slot. Wir bekommen aber davor dann eine Hitzewelle rein. Und können danach Faxen machen, immer noch. Also ich glaube, das ist okay. Ich glaube, wir drücken hier einfach Akrobatik. Hitzewelle. Okay, geht nicht mehr auf Schutzschild. Und es KO'd sogar diesmal, weil es ein Crit ist. Es mattert nicht, außer Hitzewelle hätte gegen Primarine gemisst, weil Leben ob Hitzewelle reicht ab der Range. Aber hätte natürlich missen können, ne? Und so bekommen wir ganz knapp den KO auf Gortom. Läuft's mit dem Team? Ja, am Anfang ein bisschen wonky, aber
Wir haben uns, glaube ich, langsam eingespielt. Und auch ein bisschen Glück gehabt. Und dann lege ich ins Score und Hoodie, was geht? Jetzt kommt Sneebosheim. Und jetzt haben wir plus 3 Initiative. Logok, wir haben auf beiden unseren Pokémon noch die Priorität, was nice ist. Akrobatik ist da tatsächlich schon sehr stark. Jetzt kommt da tatsächlich die Grasarm. Es war tatsächlich ein Grasarm-Set. Aber Terra Flug mit Akrobatik ist da auch so ein Set, was man auf dem Schirm haben muss aktuell. Das ist tatsächlich gefährlich. Ja, ist egal, was ich hier drücke eigentlich. Bop. Die Vakuumwelle KO'd den. Und damit sind wir doch wieder auf einem ganz guten Weg. Ich würde sagen, wir machen nochmal einen Kampf und schauen mal, ob wir noch einen Win holen können. Auf ganz gediegen. Dieses Scannern-Schärf von Schutzschild. Na, das Ding ist halt, du wirst eh nicht genügend nicht dazu kommen, mehr als 8-mal Schutzschild einzusetzen auf Logok. Und dann ist es halt einfach für Begrenzer-Strategien. Aber so ganz realistisch gesehen passiert das auch sehr selten. Aber wenn der Gegner halt Begrenzer plus Schutzschild hat, ist es natürlich optimaler halt, einen Pokémon zu haben, was nicht Schutzschild hat, sondern Scanner. Und das ist natürlich dann halt gut, wenn du eben wie gesagt, so ein Kampf-Pokémon hast wie Logok, was ja zum Beispiel eh nicht so oft auf Schutzschild gehen wird. Also der will natürlich auf Schutzschild gehen wegen Temposchub, aber der ist nicht bulky genug, um so lange zu leben, dass er 8-mal dazu kommt. Platz 205, okay. Ja, wir haben uns an der Leiter echt gut hochgearbeitet. Also vielleicht demnächst, wenn ich gut drauf bin oder so, können wir mal, also gut drauf im Sinne von so spielerisch gut drauf, können wir mal einen Push so in die vielleicht Top 10 oder so, erstmal Top 50 vielleicht wagen. Ich glaube, Top 100 ist schon möglich, aber so Top 50, Top 10, so im Laufe des Monats wird es halt immer härter, ne? Wir sind jetzt gerade noch am Anfang des Monats, da ist es noch einfacher, weil weniger Leute halt da ganz oben sind. Aber gerade gegen Mitte, Ende des Monats wird es immer ein bisschen schwieriger. Also man kann natürlich auch so für einen Rank-1-Push gehen. Das wäre, glaube ich, auch möglich. Aber dann muss man halt auch richtig committen noch mit einem Team, mit dem ich das zutrauen würde. Und ich glaube, mit dem Dortmund-Team könnte ich mir das zutrauen. Andererseits haben natürlich da alle die Spreads komplett gesehen von mittlerweile. Mich jetzt ja auch gepostet. Aaron Zhang hat dazu ein Video gemacht. So, da jeder kennt halt mittlerweile das Rental. Das ist natürlich dann auch so das Ding. Ja, was machen wir dagegen? Ich habe keine Ahnung tatsächlich. Das finde ich ist ein kniffliges Matchup. Ich weiß gerade noch nicht genau, wie ich das bespielen soll. Ich glaube, das ist so ein Rückenwind, Voltwechsel, ein Rexbeezer, Fiaro hoffentlich abwerfen und dann Blizzard drücken. Aber der kann halt Terra Wasser sein, Terra Feuer sein. Terra Feuer wäre okay, könnte man punishen halt mit Hisui Atmurai, aber ja, mal schauen. Diab, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, oder Tech, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Willkommen bei den Luminasen. Danke dir für den Support. Ich wünsche dir auch viel Spaß mit den Emotes und danke dir, dass du deinen Prime-Sub gerade auf diesem Kanal hast. Super appreciated. Danke, danke, danke. So, und das ist jetzt auch tatsächlich etwas, was ich ganz gerne sehen möchte, den Lead, weil ich glaube, da können wir einfach immer Blizzard drücken. Die Frage ist, ob wir es halt mit Terra machen, weil der Gegner natürlich hier Lichtkanone einsetzen könnte, aber Lichtkanone würde mich nicht KO'en. Er wird, glaube ich, eher auf einfach die Elektroattacke gehen, also auf Stromstahl. Und da ist natürlich der Rexbeezer Switch nice. Klar, hier wird ein Lichtschild kommen, aber ich glaube, damit bin ich auch fein. Ja, und dann drücken wir einfach Blizzard, Blizzard, Blizzard. Und wir wissen ja, 10% sind irgendwann auch 100%, wenn man es oft genug versucht. Deswegen, wer weiß, ob wir vielleicht sogar einen Freeze bekommen. Der ist auf jeden Fall schneller mit seinem. Jetzt wird es auch angezeigt. Ich danke dir für dein Prime-Sub. Sehr, sehr appreciated. Danke dir, Mann. Weiß ich sehr zu schätzen, den Support. So, da kommt der Stromstrahl mit der Energiekraut hinterher. Rexbeezer sollte ihn ganz gut nehmen, auch auf plus 1. Boah, der Blizzard-Schaden war krass. Der Zähigkeit, okay.
So, nehmen wir hier einen Draco mit Rex, mit Rotom Frost wahrscheinlich nicht, ne? Ist ja die Frage, gehe ich auf erstmal auf Aurora-Schleier oder erstmal auf Blizzard mit Rex-Visa? Aber ich bin nicht stark genug, mit einem Rex-Visa, um ihn zu KO'en. Ich glaube, Aurora-Schleier ist schon richtig. Dann muss ich mich wahrscheinlich durchcritten. Terra kristallisiere ich oder nicht? Nicht Kanon, es hat nur neutral effektiv. Wird, glaube ich, eher auf Draco gehen hier. Ja, ich glaube, das ist okay. Reflektor setzt der, das passt. Ich glaube, der muss ja auf den Draco gehen. Genau. Eisbogen bekommen Verteidigungsboost im 1,5, genau, im Schnee. Spezialverteidigungsboost wäre natürlich jetzt hier auch krass gewesen. Aber leider nur Verteidigungsboost. Yo, vielen Dank für dein Resub. Leider wird der, also jetzt wird der Alert direkt angezeigt, aber es wird mir nicht im Dashboard angezeigt. Es ist so weird und auch nicht im Chat. Aber ich danke dir, Schneewas. Danke für den Support. Ich wünsche dir viel Spaß mit den Emotes und danke, dass du deinen Sub hier gelassen hast. Sehr appreciated. So, das ist jetzt halt das Problem, dass wir speed-technisch etwas im Nachteil sind. Wir könnten aber hier auf Rückenwind gehen und Blizzard einsetzen und einfach mal hoffen, dass Blizzard vielleicht doch von unserem Bro hier ausreicht. Blizzard und Rückenwind. Ist auch auf minus 1 jetzt das gegnerische Olangar, nicht Olangar. Bridoradon. Ich glaube, wir machen das. Vielleicht ist es ja gerade so ein Range, weil ich habe natürlich eine Wahlbrille auf Rotom Frost. Das hilft natürlich Damage-Output-mäßig. Aber vielleicht ist Rexbisa stark genug. Das wäre natürlich gut. Okay, er geht sogar eh auf Schutzschild. Ich glaube, das hilft uns eher. Geht er hier auf Donnerwelle? Ein Rexbisa? Ist das so sein Play? Nee, er geht auf jeden Fall nicht auf, auf Donnerwelle, aber vielleicht auf hier, wie heißt die Attacke? Seelenbruch, genau, um den Spezialangriff einmal zu droppen. Boah, reicht die Kombination aus Terra-Flug-Akrobatik into Blizzard? Der ist auf plus 1 Verteidigung, ne? Aber ich brauche nur vielleicht ein bisschen extra Damage. Ich bin natürlich jetzt auf minus 1, klar. Aber was, wenn ich jetzt hier Blizzard einsetze und Terra-Flug-Akrobatik? Reicht das? Der ist halt auf plus 1 Verteidigung. Das sind schon echt viele Modifier, die wir haben. Minus 1, plus 1. Wir könnten einfach Olangar besiegen und dann ist Blizzard Single Target. Ich glaube, das ist sogar smarter hier tatsächlich. Ich glaube, dafür gehen wir sogar. So, Blizzard Single Target. Minus 1. Ganz knapp nicht, leider. Schade, schade, schade. Kommt ein Draco Meteor auf minus 1, den nehmen wir aber auch mit Fiaro. Ja, locker. Gerade hinter dem Aurora-Schleier. Der war schon wichtig rauszubekommen. Zählt der Pokémon, der Booster für Eis-Pokémon, die zum Beispiel Terra vom anderen Typen benutzt haben? Also wenn ich mich in etwas Neues Terra-Kristallisieren kann, Eis-Pokémon mehr bin, dann nicht. Wenn ich mich in etwas, also in ein Eis-Pokémon rein Terra-Kristallisiere, dann schon. So, der kann jetzt hier natürlich Terra-Kristallisieren. Das hat ein bisschen das Ding. Ich habe auch noch zwei Runden Rückenwind. Ich glaube, wir gehen hier immer auf Blizzard. Wir gehen auf Terra-Flug-Akrobatik. So eine Terra haben wir auf dem. Terra Feuer, die hilft uns, glaube ich, eh nicht so krass. Ich muss, glaube ich, auf Akrobatik gehen. Ich habe gerade überlegt, ob ich erstmal protecte mit meinem Fiaro hier. Und ich glaube, ich kann gerade nicht protecten. Weil wenn der Fiaro diese Runde zum Beispiel stehen lässt, ich bräuchte nächste Runde den Protect ab. Wenn Fiaro diese Runde droppt, dann wird es trotzdem hart. Und er könnte halt einen Zornesfaust auf jeden Fall droppen. Aber wir bekommen halt trotzdem Terraflug Akrobatik raus. Oh, er ist Terra. Was für Terra Elektro. Also von allen Terra-Typen, die Epitaph so spielt. Terra Elektro, wirklich? das ist ja blöd. Okay, das ist jetzt echt problematisch tatsächlich. Terra Elektro ist krass. Ja, das macht natürlich gar keinen Schaden. Wir boosten jetzt seinen Zornesfaust schon mal auf 150 hoch.
Freeze. Schade, okay, er bekommt jetzt den Potzer raus. Ich kann das immer noch gewinnen, aber es ist hart. Also Terra Elektro ist der schlimmste Typ, der hier hätte passieren können. Also das ist wirklich crazy. Ich muss, glaube ich, ein bisschen dafür gehen, dass Blizzard hier beide jetzt trifft. Gehen auf Schutzschild, ist das korrekt? Ich muss eigentlich hier meinen Rexblizzer verlieren im Optimalfall. Ich kann nicht auf Energie beigehen, wenn es einen Spezialverteidigungsdrop bekommt. Aber es ist auch nur eine 10% Chance. Aber 10% kann halt passieren. Ich glaube, Blizzard ist hier richtig. Okay, er switcht raus. Interessant. Okay, ist ein Pokémon, was auf jeden Fall vor Akrobatik aufpassen muss. Ist auch spannend. Okay, Zornesfaust in den Slot. Zornesfaust ist jetzt auch schon krass geboostet. Ah, das ist echt hart. Der Elektro ist echt so hart. Das ist gerade so ein guter Typ hier. Aber auch so crazy Typ eigentlich. Weil der hat schon so ein bisschen eine Erdbebenschwäche, ne? Jetzt hätte ich gerne Knackhack in the Back, dann wär das richtig free. Aber habe ich halt nicht, ne? Eine Zornesfaust auf 200 Base sollten wir, glaube ich, immer noch leben mit dem. Und ich glaube, dann müssen wir hoffen, dass der Rexblizzer besiegt. Macht hier den Double Switch, das ist okay. Gegner spielt es aber auch echt gut. Er targetet bewusst meinen Rexblizzer nicht. Boah, das ist so viel Damage. Boah, das ist so wenig Damage. Hätte ich auf Blizzard Freeze gehen müssen? Ich will eigentlich, dass er meinen Rexblizzer besiegt. Meine Angst ist, dass er Rexblizzer einfach weiterhin stehen lässt, weil er weiß, dass er nichts macht. Ich glaube, ich habe Angst, dass er jetzt hier den Rexblizzer-Slot targetet, aber mein Gegner, wenn er das gut macht, lässt Rexblizzer jetzt hier stehen. Und deswegen gehe ich jetzt in Fiao rein. Weil meine einzige Chance ist es, mit Fiao den Rückenwind rauszubekommen und mit Aquaschnitt hier durchzusweepen. Ich sehe es jetzt schon kommen, wie er genau jetzt Fiao targetet. Ablehtieb kommt in den Slot. Da kommt ein Draco Meteor, oder? Lichtkanone. Die nehmen wir, glaube ich, nicht mehr. Oh, 4 KP, okay, wir haben noch eine Chance. Aber crazy, dass er die ganze Zeit mit Rexvisa nicht angreift. Wenn ich da Rexvisa dann verliere, dann ist das, glaube ich, echt noch eine gute Position. Aber es ist, glaube ich, immer noch eine Position, aus der man gewinnen kann. Nehmen auf Rückenwind. Beide haben Step, es macht keinen Unterschied. Beide haben eine hohe Volltrefferquote. Boah, wenn er jetzt hier seinen Epitaph protected, ne? Was macht er nicht? Erhöhte Volltrefferquote, let's go! Warte. Habe ich irgendwas gerade verpasst? Wieso ist mein Fiao langsamer? Hat mein Fiao, ich habe nicht auf das Investment von Fiao geachtet. Oh, Draco Meteor, droppt leider nicht. Misst leider nicht. Warte, was? Okay, dann ändert es eh alles. Ich habe nie auf mein Investment von Fiao geachtet, weil es nie bisher wichtig war. Weil derjenige, der das Team gebaut hat, hat wohl ein sehr bulky. Also, das habe ich schon mitbekommen, dass das Fiao eher bulky ist. Und normalerweise hat es immer noch Speed Investment.
155 Speed nur. Und ich glaube, Annihilate kommt irgendwie auf 156, ne? Oh. Aber ich finde, dann ist das. Das ist dann. Oh, weiß ich nicht, ob das so gut gebaut von demjenigen ist, der das gebaut hat. Weil ich finde, du musst schon mindestens Epitaph outspeeden. Jolly Epitaph, oh, das ist ja blöd. Weil das Ding ist, Aquaschnitt hat eine 50% Crit-Chance, weil wir Scope-Linse haben. Plus scharfkantig. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall durch Protzer durch und alles drum und dran. Und auch der Reflektor war ja noch aktiv. Und ich glaube, das hätte Epitaph besiegt. Und ich glaube, dann können tatsächlich Rexbisa und Fiaro im Rückenwind gewinnen. Weil ich ja Akrobate gegen Ramoth habe. Das Einzige, was halt noch passieren kann, eigentlich gar nichts. Ich einfach Blizzard und ich glaube, das wäre. Ich glaube, das war ein Win. Ich glaube, das war wirklich ein Win dann. Ich glaube, ich habe es genauso gespielt, dass ich das noch gewinnen kann. Also außer Epitaph lebt das. Aber ich glaube wirklich, dass scharfkantig Aquaschnitt, wenn er den Crit bekommt, gewinnt. Aber ich brauche halt diese 50% Chance. Es ist halt ein 50-50 am Ende, glaube ich, was entscheidet. Aber ich habe halt so gespielt, um es noch zu gewinnen. Aus einem schon echt ein bisschen schwierigen Matchup. Weil Terra Elektro ist schon, also im Open-Team-Sheet-Format wäre ich das natürlich ein bisschen anders angegangen. Oder wenn ich jetzt das Wissen habe für Game 2 quasi. Aber Closed-Team-Sheet ist das natürlich dann echt stark. Das ist dann echt ein guter Terra-Typ, mit dem ich da nicht gerechnet habe. Und das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich den gesehen habe. Also ich habe schon viele Terra-Typen auf Epitaph gesehen. Aber gut zu wissen, dann hat man das auf jeden Fall im Kopf für die Zukunft. Das war auf jeden Fall auch gut gemacht halt vom Gegner, aber ach, das ist schade. Das ist wirklich schade, weil ich weiß, dass wenn wir da schneller sind, wir wirklich eine 50% Chance haben, das noch zu gewinnen. Boah, crazy, dass unser Fiaro 155 Speed hat. Ich glaube, der muss immer 157 mindestens haben, wenn nicht sogar mehr. Ja, mit Crit muss man natürlich aber erstmal bekommen, klar. Ja, ganz klar, doof gebaut ist natürlich auch. Also es war halt etwas, was derjenige, der es gebaut hat, wahrscheinlich schon irgendwie einen Grund für hatte. Aber wenn ich jetzt quasi das Team nachbauen würde, nochmal 1-1, würde ich, glaube ich, immer darauf achten, dass Fiaro schneller ist. Aber hätte er vielleicht auch nicht den Bulk gehabt, um jetzt hier die Lichtkanone zu leben, ne? Hat ja auch mit 4 KP gelebt. Okay, Friedwurf und Despotar, okay, das ist cool. Aber an sich ist doch Logok nice, oder nicht? Aber das ist ein Garados. Aber der verliert gegen die beiden hier. Verliert eigentlich auch gegen die Kombination. Deswegen muss er eigentlich, glaube ich, mit Garados leaden. Ich glaube, dann starten wir hiermit. Und ich glaube, dann ist Knackrack gut, dann ist Logok gut, aber dann ist auch tatsächlich Hisui Admiral gut. Aber ich glaube, Logok ist das Beste von den dreien. Andererseits Knackrack. Mit dem Spread Damage auch gut. Ich glaube, wir nehmen Knackrack mit. Wir haben genug gegen Hutsasa zum Beispiel. Dass Knackrack, glaube ich, hier ein bisschen besser ist, um gegen Despotar nochmal gut dazustehen. So, der Gegner muss ja eigentlich immer mit Garados dienen, glaube ich, weil Knackhack ist viel zu free in dem Matchup. Macht er tatsächlich nicht, das ist spannend. Ist auch gut für uns. Frage ist nun, wir spielen das Spiel, wen protectet er hier? Oder wir spielen das Spiel, wir switchen raus und drücken Blizzard mit Terra Elektro. Damit wir Goldrauschresistenz haben. Ich glaube, der Gegner muss an sich Hutsasa hier protecten. Der hat viel zu viel Angst eigentlich hier, außer er geht auf Terra Wasser, I guess. Oh, ist hart. Puh, ich glaube, Schutzschild Voidwechsel ist der korrekte Play, aber mit Terra. Damit wir, falls er hier auf Goldrausch direkt geht, nicht einfach unser Rotom verlieren. Ich glaube, Terra Elektro Rotom ist hier tatsächlich mit das Beste.
Wutpulver, spannend. Sehr, sehr spannend, okay. Geht auf Ränke Schmied, das ist auch spannend. Ja, das ist doch ein Rückenwind-Erdbeben, oder? Und wir baiten damit die Terra-Kristallisierung von Monetigo raus, die wahrscheinlich Terra-Drache ist, was aber okay für uns ist, weil wir dann Blizzard einsetzen können. Korrekt, korrekt, ja. Hat keinen Rundumschutz. Und dann können wir doch da eigentlich Blizzard einfach spammen. Das einzige Problem ist, dass er natürlich noch Sandsturm haben kann. Ich würde jetzt einfach Rückenwind einsetzen und Erdbeben einsetzen. Geht auf Terra, das war zu erwarten. Jetzt geht er auf Terra. Jetzt Schutzschild Pilzspore hier. Ja, okay. Bin ich zu leicht reingelaufen. Vielleicht hätte er erstmal protecten müssen. Das war ein bisschen zu aggressiv von mir. Aber jetzt ist er tatsächlich ein bisschen härter mit Knackrack. Aber crazy, dass er hier da Terra geht. Weil Schutzschild hätte ihn schon hart hops genommen. Und ich kann ihn mit Akrobatik Erdbeben halt einfach KO'n. Ja, das ist blöd von mir. Also es war von mir einfach zu eindimensional gedacht. Da bin ich ehrlich. Aber ich glaube, das ist immer noch winnable aus der Position. Ich muss nur richtig spielen. Ich war mir unsicher, ob Fjordos lebt. Ah, das war ein Volltreffer gegen Fjordos, top. Ich glaube nicht, dass wir es an sich leben, dank des Bulks, den wir haben. Okay, solange er jetzt nicht Despot hat, sind wir, glaube ich, immer noch in einer okayen Position. Wobei, wir können einfach Ladungsstoß in der Theorie einsetzen. Terra-Elektro-Ladungsstoß, KO'd das mit rechter Hand. Boah, ist das ein Play? Wir locken uns hier einfach auf Ladungsstoß. Wir haben ja Rücken mit aktiv, ne? Ich glaube fast schon, dass das der Play ist. Ich glaube, das ist der einzige Play, weil er halt immer redirecten kann, deswegen. Das ist sehr hart, dieser Play. Wird ein bisschen von Protects gepunished. Wir könnten erstmal auf einen Aurora-Schleier gehen, I guess. Okay, wir gehen dafür, komm. Der protected schon nicht, oder? Chat. Geh auf Tita, damit habe ich ein bisschen gerechnet, das ist gut. Dass wir nicht auf Ohrschlag gegangen sind. Ladungsstoß. Das ist unsere einzige Hoffnung gerade. Ach man. Und wir paaren unser eigenes Rexbisa, aber bitte. Paaren wir auch Monetigo. Full Para into Monetigo. Gönn Full Para, bitte. Ich brauche nur diese Full Para einmal. Okay, er gönnt nicht. Ich glaube, wenn wir diese eine Full Para bekommen oder Monetigo dort besiegen, dann gewinnen wir den Kampf. Wäre einfach Miraidon gewesen, Alter. Rotom Frost neues Miraidon unlockt. Ah, das ist so schade. Wir können immer noch gewinnen, wenn Ladungsstoß, Despota, Full Parat into, also Para into Full Para bekommt. 30% Chance und 30% Chance. Ist jetzt nicht die höchste Chance, aber wir müssen dafür gehen. Ein Neuntel. Geht dort auf Protect, ja gut, kann er machen. Am Ende des Tages macht es keinen Unterschied, er muss einfach nur Para dodgen auf Despota. Er hat sie schon einmal gedodged, kann er sie zweimal dodgen.
schade. Schade, schade, schade. Das alles nur, weil ich diesen einen Turn falsch bekommen habe. Da habe ich ein bisschen zu naiv gespielt. Ja, ja, ja. Da muss man, das muss man halt bei solchen Teams, da muss man krass aufpassen. Das ist halt das Ding. Das ist die Gefahr. Aber trotzdem, muss man sagen, witziges Team. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.